Ja, ich denke, dass wir nach uns schauen sollten, ja, und das Positive aus diesem Spiel mitnehmen. Und das Ergebnis war dann positiv, wie es zustande gekommen ist, dann kurz vor Schluss auch. Also das sind so Momente, die eine Mannschaft braucht. Und ich denke, dass das Allerwichtigste ist, dass wir nach uns schauen. Und natürlich hat der Gegner Qualität. Die haben zwar nur 3 Tore auswärts geschossen, aber das kann bei so einer Mannschaft relativ schnell gehen, dass sie auf einmal auch öfters wieder treffen. Also wir wissen, dass Wolfsburg richtig Qualitäten hat in allen Bereichen, aber wir wissen auch, dass sie natürlich in 3 Wettbewerben gespielt haben und dass wir am Samstag auf jeden Fall eine Chance haben, das Spiel auch zu gewinnen. Also das ist, da bin ich mir ganz sicher. Also wir sind jetzt am Mittwoch ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Das war das eine Ziel, was wir natürlich gehabt haben, ja, 2016 da noch dabei zu sein, gegen Dortmund auch ein sehr, sehr interessantes Heimspiel zu haben. Und dann natürlich glaube ich, dass alle VfB-Fans es schon verdient hätten, dann auch nochmal, dass wir den Abschluss auch den Fans präsentieren, ja, über eine gute Leistung. Ob wir 3 Punkte holen, das weiß keiner, aber das wäre natürlich wünschenswert und das wäre natürlich auch das, was ein bisschen Balsam auf die Seele, zumindest für den Moment, ja, dass die Feiertage natürlich auch etwas ruhiger verlaufen, aber natürlich ist klar, dass es 2016 natürlich besser werden muss, insgesamt. Spielfreude ist für mich unabhängig von irgendeinem Tabellenstand, aber man muss ja immer sehen, aus welcher Phase kommt man. Und wir kommen aus einer Phase, wo wir in der Bundesliga 2-mal unentschieden gespielt haben, wo wir, denke ich, einiges gut gemacht haben. Wir kommen jetzt aus dem Spiel, aus dem Pokalspiel, wo man natürlich sagen kann, klar, gegen Zweitligisten musst du deutlich vielleicht klarer weiterkommen, aber es sind auch schon Mannschaften dann rausgeflogen. Also deswegen nehmen wir da den Schwung mit aus diesem Spiel. Ich denke auch den Zuschauern, gleiten sie wahrscheinlich nach 90 Minuten, wären sie lieber mit einem 2-0-Sieg nach Hause gegangen, aber auch das ist natürlich irgendwann mal, kann das eine Verbindung zu der Mannschaft natürlich auch verändern und das wünsche ich mir natürlich. Die Zuschauer waren überragend am Mittwoch, wirklich über die ganze Spielzeit haben sie die Mannschaft klasse unterstützt, mit den Rückständen auch oder mit den Ereignissen, die negativ waren, auch richtig gut umgegangen und ja, wir müssen am Samstag einfach zusammen was aufs Parkett zaubern, ja, was wirklich da, danach hoffen lässt, dass wir dann auch mit der Spielfreude, mit dem Spaß, ja, dann auch ein positives Ergebnis erzielen. Das letzte in diesem Jahr. Danach kommt nichts mehr erstmal. Ja, das ist das, was, glaube ich, auch wichtig ist, dass das in die Köpfe ist. Deswegen, wenn man von Köpfe frei spricht oder so, es gibt dieses eine Spiel und danach gibt es erstmal eine Pause. Dann analysiert man. Aber in dieses Spiel alles investieren. Also Gespräche mit euch hier finde ich echt, das macht richtig Spaß, muss ich ehrlich sagen. Also es ist einfach nicht akzeptieren, wenn mal irgendwas gesagt wurde. Nee, einfach nochmal haken, irgendwie so um die Ecke nochmal kommen. So, finde ich schon, macht Spaß, also macht wirklich Spaß. Ja, und dann macht es natürlich auch Spaß, natürlich, wenn viele Zuschauer im Stadion sind und für dann Spiele gewinnt. Das Pokalspiel hat übrigens auch Spaß gemacht, auch wenn es vielleicht teilweise jetzt nicht so glatt durchging, aber auch solche Dinge machen Spaß, weil das sind, ja, da musst du mit Situationen umgehen, das sind Rückschläge, dann wieder positive Geschichten, dann regnet es, stehst du vorne an der Bank im Regen und ja, weißt eigentlich, es wäre ganz gut, wenn jetzt vielleicht noch ein Tor für dich fällt, ja, bevor es ins Elfmeterschießen geht. Das sind natürlich diese Momente, die du als Trainer natürlich liebst. Ja, wenn man jedes Spiel 3-0 gewinnt, wäre es super, ja, das wäre klasse, da kann ich mich hinsetzen und kann zugucken, aber so musst du immer Teil dieses ganzen Projekts dann auch sein und ich glaube, jeder einzelne Punkt, egal jetzt, ob in der zweiten Mannschaft oder in der ersten Mannschaft, den musst du dir verdienen und den musst du dir über Leben verdienen, über Einsatz, über Herzblut und richtige Entscheidungen. Ja, und das ist, glaube ich, liga-unabhängig, wenn du erfolgreich sein willst. Ja, und manchmal hast du eine Phase, da läuft es halt länger besser und manchmal musst du korrigierend eingreifen und ja, und irgendwann ist dann mal eine Pause und ich hoffe, dass wir in diese Pause mit 15 Punkten gehen, ja.